Servus Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder mit dem Top 5 Combos Part 2 oder besser gesagt mit den Top 10 Combos, denn mir wurden hier 12 Clips eingesendet und ich musste leider 2 raustun, aber dafür haben wir 10 nice Clips Arenos. Und ja, für den nächsten Top 5 würde ich mir gerne Top 5 Spleef Moves wünschen. Wenn ich weiß, was Spleefs sind, das sind einfach, du kannst hier in Skywars so Kits holen, zum Beispiel mit dem Spitzhacken-Kit, was irgendwie Effizienz 10 hat, oder mit der Axt-Kit. Und damit kannst du halt richtig schnell Blöcke abbauen und somit musst du halt versuchen, die Gegner halt zu spleefen, damit die runterfallen. Und ja, diese Clips werden wir am nächsten Samstag dann herausfinden. Mal schauen, wer der Beste da wird. Ihr müsst hier euren Clip hier reinsenden, euren Ingame-Namen, damit ich auch weiß, wer das ist. Ich habe übrigens gerade eben, wo ich das Video aufgenommen habe, eine Subscription von Yoshi bekommen. Also Grüße gehen raus an Yoshi an der Stelle. Danke, Diet. Oha, Ehre, Yoshi. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir an mit den Top 10. So, der 10. Clip ist hier von Knapfel. Er hat hier leider ein bisschen übersteuert, wenn ihr schon sehen könnt. Und er hat halt No Copyright Music drin, deswegen muss ich das stumm stellen. Aber wir schauen uns mal an, was er hier uns für Kombos gibt. Let's go. 1, 2, 3, 4. Und dann rennt er ein bisschen weg. 5. Und das ist ein bisschen weird. Also hier war es noch gut am Ende, aber man muss auch fairerweise sagen, dass der Gegner komplett lost war. Also er hat auf jeden Fall nichts gerafft. Und der ist halt die ganze Zeit nach hinten gelaufen, versucht Lava zu placen, Goldapfel, aber halt nichts gemacht. Trotzdem war es halt eine okay Combo von Knapfel, ganz okay, vor allem das Texture Pack. Knapfel, ich weiß echt nicht, was du mit welchem Texture Pack du spielst, aber okay. Ja, auf jeden Fall, Leute, das ist halt Platz Nummer 10. GG Knapfel. Kommen wir zu Platz Nummer 9. Platz Nummer 9 ist von It's Waifu PP LAL. Und ich habe es extra so gemacht, dass man hier nicht spoilern kann, wer zum Beispiel jetzt Top 5 ist und so. Ich habe quasi jetzt 2 andere Tabs und die werde ich dann immer so reinziehen. Auf jeden Fall, It's Waifu hat hier einen nicen 4er-Kombo hinter sich. Und den schauen wir jetzt mal an. Let's go. Ab jetzt. 1, 2, 3, 4. Und ja. Der Gegner ist ein bisschen in der Luft geflogen. Not bad. Ich würde sagen. 1, 2, 3, 4. Ja, auf jeden Fall für den 9. Platz ausreichend. Und ganz nice Zwischen-Combo-Waifu. Und ja, GG. Kommen wir zu Platz Nummer 8. Platz Nummer 8 ist von Tralen. Und Er gibt mir immer so weirde Clips, wo Leute noch in seinem Discord sprechen, deswegen mal schauen. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann klatscht er nochmal Ice Hot Pizza GG weg. Man kennt ihn von Swag Attack. Der hat da eine nice Villa gebaut. Gibt es da noch ein Video dazu. Auf jeden Fall eine schöne 5er-Kombo gegen Iced Out. Und dann steht er noch am Ende ganz schön. Und verdienter Platz Nummer 8, würde ich sagen. GG. Strahlen. So, kommen wir zu Platz Nummer 7. So, der 7. Platz wurde hier mit der Hand gemacht. Das ist auch von Knapfel. Und mal schauen, was er hier macht. Der geht allerdings nur 4 Sekunden lang. Das heißt, es ist übelst winzig, aber ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und das war's auch schon. Die 6er kommen mit der Hand. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nichts Besonderes, einfach nur mit der Hand. Der Clip endet dann direkt hier. Ich glaube, das ist wirklich der kürzeste Clip gewesen, den wir schon mal ever in den Top 10 hatten. Deswegen Respekt an dieser Stelle Knapfel für den kleinen Clip. Und ja, da würde ich sagen, kommen wir zu Platz Nummer 6. Platz Nummer 6 ist von Sasuke GRG. Und da muss ich sagen, hat mich abgefuckt, dass er im Hintergrund TS-Sounds im Laufen hatte. Ich war kurz davor, ihn so rauszucutten, aber der hat trotzdem nochmal eine nice Combo hinter sich gehabt und gönnt euch, Leute. Das meine ich übrigens mit denen. Also, ja, ihr werdet schon checken. Auf jeden Fall, let's go.
User joined your channel. User entered your channel. User entered your channel. Also gibt den hier eine nice 7er Combo. Und zwischendurch war ein Lava. 1, 2, 3, 4. Hier war ein Lava. Dann nochmal 5, 6 und der 7. Hit landet. Und dann killt er ihn hier nochmal. Oh, diese TS-Sounds, ne? Dann killt er ihn hier nochmal am Ende mit dem Krogen. Und ich muss echt sagen, wenn ihr so Clips sendet, Leute, bitte versucht. Es ist wirklich besser, dass ihr keinen Ton habt, als wenn das so TS-Sounds die ganze Zeit das Video stören. Aber trotzdem, nice 7er Combo und verdienter Platz Nummer 6. Kommen wir zu Platz Nummer 5. Platz Nummer 5 ist von Medo. Man kennt seine nicen Kombos, ne? Und er hat sich hier einen Gegner ausgesucht und der hat ihn richtig gegeben. Let's go. Also Medo hat hier keinen Sound. Ich weiß nicht, wieso er mir nur Clips ohne Sound einsendet, aber wie gesagt, ist halt besser, als wenn TS-Sounds die ganze Zeit im Video kommen. Auf jeden Fall drückt er den Gegner in die Ecke. Und jetzt geht's los. 1, 2, 3. Ne, jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Genau, und das war fast eine 8er Kombo, es war eine 7er, glaube ich. Und genau, hat ihn einfach an der Wand gedrängt. Und ja, der Gegner ist einfach geflogen. Und er war aber lost. Aber auf jeden Fall eine nice Zwischenkombo auch. Verdient der Platz Nummer 5. Auf jeden Fall eher an der Stelle. Und kommen wir zu Platz Nummer 4. So, Platz Nummer 4 ist von Tralen Again. Und er macht hier ein 2v2 mit seinem Teammate Medo. Und gönnt euch mal an. Das war insgesamt eine 7er Combo zwischen zwei Targets. Das war ein bisschen, ja, weird, dass er die Targets geschwitzt hat. Aber trotzdem eine 7er Combo. Not bad. Gönnt euch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ganz gechillt. Er gibt den ersten 4 Hits, den anderen 3 Hits. Und ja, nice Combo auf jeden Fall. Kann man sich schon mal gönnen. Ja, GG Tralen. Kommen wir zu Platz Nummer 3. Platz Nummer 3 ist jetzt von Medo und die Combo ist richtig nice, die hat mir auch richtig gut gefallen, gönnt euch. Er gönnt sich einen Bogenschuss, jetzt kommt 1, 2, 3, 4, 5, 6 und der Gegner fliegt, Alter, und fliegt. Was ich geil finde, dass er so in dem Video, also in dem Clip immer so ein bisschen zittert, wenn er so schlägt, so wie GLP da, und so, das ist richtig nice. Hier, schaut euch hier zittert, das ist richtig geil, ey. Und trotzdem fliegt der Gegner, er gibt ihm eine schöne 6er-Kombo. So soll es sein, Leute. Und ja, es sieht einfach nice aus. Der Gegner fliegt legit. Was noch richtig geil wäre, wenn er hier wegen Fallschaden gestorben wäre. Das wäre dann 1A, aber trotzdem auch ein sehr guter Clip. Und meiner Meinung nach verdienter Platz Nummer 3. Und jetzt, Leute, kommen wir zu Platz Nummer 2. Platz Nummer 2 ist von It's Vifu PP. Schon wieder. Und er drückt diesen Dude eine richtig sicke 8er Combo. Gönnt euch. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nein, also das war wirklich sehr nice. Also diese 8er Combo war die höchste in diesen Top 10 jetzt. Es gibt aber nochmal eine krassere Top 1. Und das war trotzdem ein sehr nice Combo. Der Gegner ist auch geflogen gefühlt die ganze Zeit. Und ja, er hat hier kurze 14 CPS, 15 CPS. Und also ich kann ein Maximal von 12 CPS erreichen. Ich weiß aber nicht, ob es das jetzt ist wegen dem Client oder. Also ich habe meine CPS getestet bei Revi Server, wo diese NPCs da stehen und dann habe ich die ganze Zeit halt gedrückt, da war maximal 12, mehr kann ich nicht machen. Ich finde, jeder, der mehr als 12 schafft, das ist schon auf jeden Fall, also ohne jetzt zu jittern und so die ganzen Abuse-Teile, das ist schon auf jeden Fall not bad. Und nice 8er Combo, wie gesagt. Ja, kommen wir jetzt zu dem ersten Platz.
Der erste Platz ist von irgendwie Lost oder besser gesagt Y Syme oder auch ein Mongo genannt. Er hat hier ein Varo gespielt und er war am Anfang ein Viertel, also er hat nur einen Dia-Teil gehabt. Und er hat gegen einen gefightet, der Full Dia ist. Und jetzt gönnt euch, was er gezogen hat. Los. Alter. Das war eine schöne 6er-Kombo. Weiter geht's. Gar kein Food mehr, uff. Nochmal Turnaround und? Nein, Junge, der war also so. Also er hat ihn auf jeden Fall richtig geil gegeben. Leider ist er halt gestorben, weil er halt Rüstungsnachteil hatte. Aber zwei richtig geile Kombos in einem Varo, wie gesagt, also man hat ja Varo-Vorteil und ja. Alter. Einfach geile Clips, geile Kombos. Und dann hier nochmal. 1, 2, 3, 4, 5. Gesagt, leider hat er halt verloren hier, also diesen Kill hätte ich ihn wirklich gegönnt. Aber ja, auf jeden Fall trotzdem sehr geiler Clip. Die zwei Kombos waren einfach richtig geil. Und ja, Leute. Das waren einfach geile Kombos. Auf jeden Fall, danke jedem, der mir Clips eingesendet hat. Wie gesagt, fürs nächste Top 5 wünsche ich mir Top 5 Spleefs. Ihr könnt es in Skywars, ihr könnt es auch in einem extra Spleef-Server spielen. Es gibt ja, ich glaube, auf Mimeplex gibt es so einen Spleef-Game-Modus, wo ihr Leute extra so spleefen könnt. Da könnt ihr mir auch was reinschicken, falls ihr keine Kids habt, sage ich mal. Und ja, genau, falls ihr die Kids nicht habt in Skywars, dann könnt ihr auch, wie gesagt, mit TNT platzieren, was ein bisschen schwerer ist. TNT kann man ja instant abbauen und vielleicht könnt ihr da auch was probieren, wenn ihr im nächsten Top 5 dabei sein wollt. Auf jeden Fall, checkt die Leute hier aus alle, die ganzen 10 Leute und die sind alle auf jeden Fall verlinkt, genauso wie die Bewerbung hier. Morgen, Leute, kommt by the way ein richtig geiles Video, da könnt ihr auf jeden Fall schon mal hyped sein. Ich werde noch nicht sagen, was es ist, das werdet ihr morgen sehen. Es wird ein bisschen aufwendig, das noch zu schneiden, zu aufnehmen und so, aber ich werde es trotzdem versuchen, bis morgen zu machen, auf jeden Fall, Leute. Danke mich fürs Zuschauen, haut rein und ciao.